Hey Leute, willkommen zurück zu Lilloded Mind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, danke. Und auch danke für die, die letztes Mal geliked und kommentiert haben. Cool von euch. Kennt ihr das? Wenn ihr irgendwas spielt oder irgendwas weiterspielen wollt oder quasi müsst, aber irgendwie habt ihr auch ein bisschen Schiss davor? Ja, so geht's mir mit dem Spiel hier. Ich hab echt Schiss. Also ich hab... Boah. Leute, anscheinend wissen die genau, was bei mir zieht. Also Clowns und so weiter ist echt richtig... Ich muss mal ein bisschen lauter, aber richtig kacke. Also Clowns... Furchtbar, da renne ich. Da ist vorbei. Bei mir ist der vorbei. Das ist bei mir Fluchtreflex. Das, nee. FBI, go, go, go. Okay, ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt in richtige Reihenfolge hier oder was? Oder wie, da muss ich die Bilder noch finden, die fehlen. Keine Ahnung. Ach, linke Maustaste zum Tür öffnen. Hätte ich jetzt ja so nicht gedacht. 16, 13, warte mal. Ich verstehe es nicht so ganz. Warte mal, also, wir müssen wahrscheinlich die ganzen Schatten ein bisschen weg. Die ganzen Dinger nachgehen. Und zwar Gas, Finger abschneiden, go, go, go. Achso. Alles klar, also das hier war wahrscheinlich eines der ersten Dinge. Nee, warte mal, erstmal war ich hier. Ja? Die ist gestorben, leider. Und dann, die Tür, dann, das Board. Gas. Gas kam kurz nachdem sie reingegangen sind. Dinge abschneiden kam nach dem Gas. Ich schreibe mir das mal auf. Genau. Wenn man alt ist, muss man sich Sachen aufschreiben, weil das Kurzzeitgedächtnis nicht mehr so mitmacht. Aber ja. Mir hilft das immer. Kennt er ja. Kennt er. So, warte mal. Das erste müsste sein, dass das Mädchen tot ist. Also ich schreibe es mal auf 6. Mädchen tot. Ja? Mad tot. 9 ist die Tür. Ich habe keine Ahnung. 9 ist die Tür. 4 ist Gas. Ja. 7 sind die Finger. Finger ab. Und 3 ist das Board. Für irgendwas muss es ja gut sein, ne? Wenn ich mir das jetzt aufschreibe. Und die 8 ist FBI-Einsatz. Ich hab eine Sauklaue, aber Hauptsache, ich kann es nicht mehr lesen, nächsten Part. Das ist wirklich so. Ich kritzel das immer hin. So gut. Wir sind bereit. 73 wird es nicht sein. Gleich habe ich so ein bisschen Schiss. Gleich kommt wieder so um die Ecke gesprungen, ne? Leck mich fett. War es jetzt wohl nicht? Ich weiß es nicht. Diese Dunkelheit. Geht's jetzt? Ne, warte mal. 63, 66, 85, 68. Was soll denn das jetzt? Das sind ja... Ich brauch doch einstellige Zahlen, Kinder. Vielleicht das Todesdatum 15. Okay, er sagte ja, die Rätsel wären noch knackig. Kann ich mehr. Ich könnte auch einfach mal in so einen falschen Gang einbiegen. Mal sehen, was dann passiert. Nee. 19. Wir haben doch, die 9 ist die Tür, aber wir haben keine 1. Jetzt nur von dem aus, was ich weiß. 7-3 ist Finger ab und Board. Ich geh mal rein. Das war wohl falsch. Okay. Also 6, 6, 9 vielleicht? 69? Nee. 63? Ich weiß es nicht, genau. Was soll es denn sein? 63. Vielleicht ist es die 63. Wir müssen die ersten beiden vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Kann ich so lange rennen, dann ist er wieder außer Atem. Mach, Kerle. Mach hinne. Ich muss die ganze Zeit... Ah. 61. Scheiße. Das war falsch.
Oder mal unten in der... Achso, was jetzt fehlt? Achso, natürlich. Ich muss eins von den dreien auswählen, was unten reinkommt. Also 63 ist es nicht. Da müsste es 68 sein. Oder 69. 68, schätze ich mal. Oh, kacke Kinder. Ich will das nicht. Ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Rip Diana. Ich hab's geschnallt. Ja, ja, ich bin doof. Oh nein. Nicht. Mach das nicht. 68. War das richtig? Ich glaube, die 68 war richtig. Scheiße, was kommt als nächstes? Finger ab. Nee, Gas und Finger ab, oder? Gas, Finger ab sind 47. Fuck you. Du musst aber rein, oder? 47. Mann, warum sind da so viele Zahlen hier? 40. Nee. Nicht ganz. Schwede. Es fängt wieder von vorne an. Verdammt. Hä? Geier. Ich hab echt Bubble hier gerade. Das ist Psychoterror. Okay, ich geh mal da rein. Die Spur war... Hä? Na, guck mal. Jetzt einfach hier rein. Ich glaube, das war falsch. Nein. Nein. Scheiße, das war falsch. Natürlich war das falsch. Ich wollte aber gucken, was da drin ist. Die hat gar nichts mehr gerade. Mit 40. Wahrscheinlich bin ich jetzt so blöd und das Spiel macht es mir jetzt total einfach mit den Rätseln. Ja. Hier. Das war einfach falsch. Das war einfach Moppelkotze. Achso, das sind die Wege, die ich gegangen bin und die sind natürlich falsch. Okay, ich verstehe. Das Spiel gibt mir jetzt echt gerade eine 1A-Lösungshilfe, oder? Nee, warte mal, hier bin ich doch rein, das hat sich nicht gezählt, oder was? Ach, verdammt. Bammel, warum sind jetzt hier Gitter? Ich sehe halt so gut wie nichts mehr, aber das ist auch nicht schlimm. Dann kriege ich auch keine Angst, wenn ich nichts sehe. Ah! Okay, vergesst das mit, keine Angst. Fuck you. Ich bin wieder hier. Habt ihr die Augen gesehen? Oh, Gänsehaut am Arsch. Am Arsch. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich hab's, die 47. Oh, nein, ich war fast schon da. Ich kam mir leicht verarscht vor. Warum? Ich habe die 47 gefunden. Na gut, wie dem auch sei, ich muss jetzt, glaube ich, die 93 finden. Oh Leute, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht. Man sieht es vielleicht, meine Haare sehen anders aus. Ist euch aufgefallen? Ja. Ja. Ach man, was ein Crap, jetzt bin ich schon wieder hier. War 47 jetzt doch nicht richtig, oder was?
47 falsch. Das gibt's doch nicht. Wenn ich auch mal irgendwelche Hinweise bekommen würde, was jetzt hier, was Phase ist. Was ist Phase, Jung? Ist ja unglaublich. Jetzt am besten einfach nur noch da lang, wo ich schon Striche habe, weil da habe ich ja offensichtlich schon die 47 gefunden. Vielleicht war ich auch zu langsam, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Warum ruckelt das jetzt so? ...24... ...24, das ist aber auch nicht richtig. Oh! Oh! Leck mich! Lecco Bio! 87! Oh nein! ...61... Ach, Kinder! Ey. Gib's mir nicht ins Ohr, ja? Doppel-Null. 66. Ach, scheiße. Oh, oh! Boah! Leck mich! Okay, mir fällt's echt in Mark und Bein. Die ganze Zeit 45. Das ist es aber auch nicht. Wo ist die 47? Ja. Wir haben's! Wir haben's! Yeah! Ich kann nicht so laut schreien, ist schon ein bisschen später. Aber... Was? Ich will mich nicht setzen. Okay. Ich setz mich mal. 66. Nee, das ist falsch. Ich habe hier noch auf dem Zettel die 93, Leute. Die 93. Ja, auch wieder die 66. Das ist falsch. Nein, das ist falsch. Ey. Warum gehen die Türen jetzt alle zu? Und nicht mehr auf? Scheiße. 66. Nö. Oh, leck mich doch im Arsch. Okay, aber es ist echt fies. Was? Das ist ja das Spiel, dass man hier die ganze Zeit hochguckt wahrscheinlich und dann... Miese Sau, du Miese. Ich will das nicht mehr. Ha! Ja, toll. Wo ist denn jetzt bitte die 93, Leute? 39, das ist aber falsch. Oder? Nee, warte mal, das ist richtig. Das ist richtig. Okay, nee, ich hab's geschafft. Hi. I. Alter Schwede. Ich muss mal gucken, ich werde das zusammenschnibbeln, weil das war echt nicht auszuhalten. Also das... Die erste Hälfte des Videos. Oh. Leckt mich am Arsch. Entschuldigung, wenn ich so ausfallend werde, aber es ist echt... Es ist gerade nervlich für mich. Nicht auszuhalten fast. Oh nein, nicht schon wieder ins Dunkle. Aber lieber ins Dunkle, als irgendwie bei den Typen hier rumzurennen. Boah, da muss man mal drauf kommen. Also ich musste jetzt... Agent Control, over. Agent Control, come in please. Answer Agent Control. Agent Control. Agent Control, can you hear me?
Nein, ich habe nicht geheult. I can hear you. Okay, good. How are you doing? I feel like shit. I keep having hallucinations. I'm going out of my mind. I don't even know if I'm really talking to you. Trust me, this conversation is real. It's not your imagination. Why are you hallucinating? That fucked up drug dealer gave me a hallucinogen. I keep seeing things, passing out, and having nightmares. It could be the new drug P83C. Criminals use it to drive people crazy, literally insane. The effects should subside by tomorrow. Listen, we've located your communicator and have dispatched a SWAT team to that location. It should be close by. Find it. Agent Page is already safe. Was? Understood. Damn it! Something is interfering with our connection. I'm going to disconnect now. Good luck, Agent. Wie, er ist sicher? Ich meine, der hat keine Finger. Can anybody hear? Boah, bitte nicht nochmal so ein Psycho-Abschnitt, Leute. Das war jetzt echt ein bisschen krass. Also nicht für Stop die Psyche schwer, sondern... Like a crazy person. Who are you? I'm Michael Jefferson, SWAT leader. And who are you? Special Agent Dean Cottrell. I'm assuming you're here to save me. That's right. There is one problem, though. This is an extremely strong steel door. Blowing it off is too risky, as we're 4 levels below ground. Are you able to open it from the inside? Yeah. There are 2 number pads here. Do you know the codes? No, unfortunately not. You know what to do, right? We'll keep our position here. Good luck, Agent. Thanks. Good luck to you too. Oh man, why me? Ihr wollt mich doch verarschen, wie wär's mit Tür aufschweißen? Mit Thermit oder sowas? Oh nein, es ist so düster. Nee, sorry, ich geh da nicht rein, es ist mir viel zu dunkel. Oh, nee. Also dieser Psychokram eben, das war ein bisschen zu viel. Also was heißt, es war nicht schlecht. Es hat mich nicht fertig gemacht oder so. Es war einfach nur nicht so geil. Irgendwie hat es nicht so ganz reingepasst, finde ich, ehrlich gesagt. Aber gut. Schreibt es mal in die Comments, was denkt ihr darüber? Also ich habe es im Stream noch ein bisschen probiert. Die Leute haben mir versucht zu helfen, aber es hat auch nicht funktioniert. Ich habe es jetzt wirklich ganz alleine rausbekommen. Oh nein. Eine Leiter? Eine Treppe meine ich. Warte mal das Licht an, bitte. Es ist so fuck dunkel hier unten. Das ist ja euer Ernst, oder? Ich bleib jetzt hier im Hellen, auch wenn es vielleicht was Gruseliges hier gibt, aber ist mir lieber als da unten rum zu starksen die ganze Zeit. Was haben wir denn da? Von Isaac Heath, dem CEO und alle Mitarbeiter, Schließung der Einrichtung am 13.12.2009. Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aufgrund der nicht fristgerecht umgesetzten Sanierungsarbeiten wurden wir dazu aufgefordert, die Einrichtung umgehend zu schließen. Die herrschenden Umstände wurden von staatlichen Sachverständigen als menschenunwürdig eingestuft. Uns bleibt leider keine Wahl, als die Einrichtung umgehend zu schließen. Da das Hillstone Asylum über keine finanziellen Mittel mehr verfügt, werden wir keine Abfindung auszahlen können. Wir bitten um Ihr Verständnis. Freundliche Grüße, Isaac Heath, CEO. Cool. Ja. Schön für euch gearbeitet zu haben, würde ich da als Mitarbeiter sagen. Als ehemaliger. Ach du Elend, wie viele Türen gibt es hier noch? Ich will jetzt nicht wieder durch so ein Labyrinth irren hier. Arnold 2, sondern noch. Ich hol wieder eine Taschenlampe. Das war echt cool mit der Taschenlampe, nur mal so. Ich guck auch gerade, ich habe leider keine, oder? Ich habe nur ein Journal, das ist immerhin etwas. Oh, ist das eine. Nicht ernsthaft. Ich habe einen Blitz. Nein. Kinder, das ist aus. Das kennt man aus vielen Horrorfilmen. Das ist total uncool. Oh Gott, ich mach mich gleich nass, wenn ich jetzt. Boah, nee, Kinder, ich mach mich nass. Was? Morse-Alphabet, warte mal, ich schreib mir das mal auf. Moment.
Also nochmal. Mhm. 4782 habe ich da. Hört ihr was anderes? Das ist so ekelhaft hier, guck mal. Ach Gott, ist das ekelhaft, Leute. Oh, nee, ich weiß schon, wenn da irgendwas kommt. Ich kriege einen Herzinfarkt. Ich übertreib's jetzt nicht. Das ist richtig Horrorshow, Mann. Warum ist dann halt echt mal alles dunkel die ganze Zeit? Wenn es wieder auflädt. Hier ist schon mal nichts. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, Toilette. Uff. Gut, dass ich nicht auf die Toilette kann. Da passieren meistens ganz fiese Sachen in Horrorspielen. Ja, wer es mir nicht glaubt. Noch mehr. Wie viele Gänge und Türen gibt es hier noch, bitte? Hallo? Bitte spring mich nichts an jetzt, ja? Bin ganz lieb. Richtig. Was für eine Platte hier? Kann ich da nichts rausziehen an Schubladen? Steht denn da irgendwas? Passwort. Ich kann aber kein Passwort eingeben, glaube ich. Puh. Bin ich halt zufrieden. Weil da kommt wieder so eine Spinne oder schreckt mich oder was auch immer. Okay. Ich glaube, ich muss echt wieder hoch. Beziehungsweise ich muss... Da hinten war, glaube ich, noch so ein langer, dunkler Gang, Raum, was auch immer. Warum sage ich das oft? Was auch immer. Ich bin ein bisschen durch. Ah, ich habe echt lange Eternal Darkness gespielt. Das könnt ihr euch übrigens gerne auf Twitch ansehen, die Livestream-Aufnahme. Das werde ich da in eine Playlist einbetten. Nein, das machen wir nächstes Mal, Leute. Bei aller Liebe. Aber ich kann nicht mehr. Sonst kann ich heute nicht schlafen. Danke fürs Zusehen. Es wäre super cool, wenn ihr mir ein Like auf die Folge gebt. Und einschalten. Nicht vergessen, nächstes Mal zu Deluded Mind. Beim nächsten Part geht's wieder dann in die Dunkelkammer mit dem Blitzlicht. Ich krieg zu viel, Alter. Ich krieg die Motten, ne? Macht's gut. Ciao.